Hallo, hallo. Mein Name ist Yael. Herzlich willkommen in meinem Plenty Sanctuary. Entschuldigt bitte den verkommenen Look. Ich habe vergessen, ein Intro zu drehen für dieses Video. Deswegen machen wir das jetzt ganz kurz und knapp. Ich hatte ein bisschen Familie zu Besuch und wir dachten, wir machen einfach mal einen Familienausflug zu Dena. Ich war wirklich fast 2 Monate nicht da und es ist einiges verändert worden. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Gang, 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 gang. Die sind richtig schön, ne? Aber das sind nicht Enjoy, das sind Marvel Queens. Nein. Doch, Enjoy ist ein bisschen anders. Dann ist es nicht. Das ist dieses Happy Leaf. Happy Leaf! Happy Leaf! Hier sind auch noch Happy Leaves. Nee, guck, das sind Marbles. Das sind Marbles. Und die anderen sind aber. 329. Happy Leaves? Die ist schön. Boah, das ist wieder so eine, wo ich so. Ich habe keine Monstera mehr, ne? Nee, ich habe ja auch noch meine halbe. Musst wohl eine mitnehmen. Ich finde, hier sieht man jetzt mal richtig schön den Unterschied zwischen Marble Queen und diese Golden Pothos. Mhm. Guck mal, das finde ich sonst immer sehr schwer, ehrlich gesagt. Aber hier kennt man das wirklich sehr gut. Die Adansoni finde ich auch sehr schön. Aber 11,99? Oh. Moonlight! Hä? Hä, aber was ist das? Das ist diese Treubi Dark. Ach. Ja, ja. Skinups ist Treubi Dark. 11,99. Die ist ja super hübsch. Ich muss sagen, die finde ich sogar sehr günstig gerade hier. Die haben sie auf jeden Fall neu. Und die Moonlight hatten sie auch nicht. Auch 11,99. Papa, wie findest du die? Grün. Normal. Normal, okay, sorry. Ey, normal. Und die? Ja, auch normal. Oh, meine Güte. Ist dasselbe. Ja. Was? Ist dasselbe? Nee, das ist was anderes. Das ist auf jeden Fall was anderes als das. Welche findest du schöner? Die. Was? Enttäuscht. Ja, bitte, wenn du nicht akzeptierst. Falsche Antwort. Aber ich sehe gerade, die haben die reduziert von 99 auf 7,99. Das ist jüngstisch. Das ist wirklich jüngstisch. Wie viel kostet der Angel Wings? Ja, der 15,99. Da fliegt ein Traum. Da fragst du mich nicht, weil das finde ich natürlich sehr interessant. Das ist ne? Ich glaube, ich bin adoptiert. Das ist eine Marante. Ist das gut oder schlecht? Wenn ja, ihr denkt, es adoptiert, ist es wahrscheinlich. Die Lime finde ich eigentlich auch ganz schön. Was hat Papa getan? Warum finde ich sie schön? Er löst einen neuen Hype aus. Genau, also meine Tante ist heute auf der Suche nach einem, wie heißt das, Geweihfarn. Hier! Da sind doch Farns. Oh mein Gott. Oh, da sind sie. Ist das der? Ja. Tintje? Was? Das sind die, aber die ja, man kennt, sind immer so hier an der Wand montiert. Erzähl mal deinen Zuhörern, dass wir in den 70ern war das der Hit. Da hatte das jeder einen Geweihfarn und wir haben den zur Hochzeit. Ja, das war eine absolute Trendpflanze. Ja. Oh, hier ist noch ein kleinerer. Oh, der ist auch sehr schick. Für 8 Euro. Also da. Ja. Den finde ich sogar ein bisschen schicker. Ja, ich auch. Hier sind schöne Black Velvies. Ja, ja, die sind richtig hübsch. Ich muss sagen, ich habe ja keine mehr. Ich habe auch keine mehr. Super. Zina. Und sie haben auch wieder meinen geliebten Malay Gold für 11,99. Finde ich ja immer sehr hübsch. Wollen wir zu Seraris? Sie haben aber umgebaut. Okay, krass. Das ist neu. Oh. Papa, wo hast du das denn hier schon wieder gefunden? Das war hier. Was ist das hier? Das ist eine normale. Achso, ich dachte, das ist jetzt irgendwas Raritätenmäßiges. Das ist eine normale Monster. Also ich bin enttäuscht. Ja, das ist alles, was sie da haben. Vielleicht wegen Winter, krass, ne? Krass. Ja, ich vergesse immer, dass Winter ist. Ja, ist also das ist tatsächlich gerade das Einzige, was sie da haben an Raritäten. Also nur Monstera Variegatas. Eine Teil für 299. Das ist immer noch sehr teuer, ne? Ja,
die sind echt noch. 190. Also die ist natürlich wunderschön hier, ne? Aber ich muss sagen, das finde ich immer noch recht teuer. Papa? Ja? 190? Was? 190? Wir haben doch Geburtstag. In 6 Monaten. Also ich bin gespannt, ob sie hier noch so eine kleine extra Raritäten-Ecke haben. Weil sonst war das ja echt wenig. Krass, sie haben Baby Azlani für 5,90. Das ist schon crazy. Das Ding ist, also bei mir sterben alle Babyplants. Aber wenn man mit Babyplants kann, dann sollte man sich definitiv so eine holen. Okay, lass mal. Oh. Ja. Oh mein Gott. Guck dir mal das Blatt an. 35. Die ist so groß wie Franka. Die ist ja echt riesig. Okay, der Preis ist tatsächlich noch. Der sieht auch ganz cool aus. Irgendwie schon. Die finde ich ja geil. Papa! Weißt du genau die Pflanze, die wir alle richtig hässlich finden? Wir sind adoptiert, Franka. Wir sagen, das ist cool, nicht cool. Das ist eine Begonie. Ja, das ist eine Begonie. Ja, und? Ich finde die geil. Ich möchte so ein Hemd, der ist nicht mit so groß und da ist das voll. Kann jemand für Papa so ein Hemd machen? Diese grünen Blätter ohne irgendein Muster drauf. Das ist Scheiße. Und voll süß, diese kleinen Sabrinas, ne? Ist die variegiert? Ist das variegiert, Leute? Hä, warte mal ganz kurz. Hä, das doch auch, oder nicht? Oder bilde ich mir jetzt hier schon wieder zu viel ein? Ah. Bisschen. Mal gucken, mal hier auch ein bisschen, ne? Es kann aber auch so eine Störung sein. Im Blatt. Ja, ist Variegation ja eh. Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, oder? Also das wäre natürlich ein heftiger Zufall, ne? Ja. Aber ich hatte das schon mal. Was kostet die? 20? Mhm. Wie heißt die nochmal? Ist das diese... Pina... Warte. Pinai Paritidaria. Oh. Ist das eine Totem? Aber doch nicht für einen Zehner. Okay, ne. Hä, aber es... Leute, sie haben auch wieder Mummels! Ach was. Sie haben immer noch Mummels da. Oh, die sind aber auch schön. 11,99, immer noch. Krass. Ey, ich hab zwar eine, ne? Ja. Ja. Hast du meine Videos nicht? Doch, stimmt. Das wollte ich dir doch die ganze Zeit sagen, dass ich so schockiert war. Ja, krass, Mann. Sie haben die einfach noch. Ja, hier, erinnerst du dich noch mit dem Drängtail, wo wir immer nicht wussten, welcher das ist und so? Wie viel kostet die? 18 Euro. Das ist auch cute. Ja, und das ist aber schön cool. Die ist auch schön. Das ist die Florida Green, genau. Aber Franka, hast du das gesehen? Was? Ja. Die Brantiano. Herzlichen Glückwunsch. Na? Das ist jetzt sehr kacke. Okay. Hier haben sie auf jeden Fall noch einen wunderschönen Moonlight. Den liebe ich ja über alles. Ja, auch immer noch für 10. Und hier sieht man auch mal wieder sehr schön den Unterschied zwischen Moonlight und Malay Gold. Oh, der ist doch sehr hübsch hier. Der ist so kriechend. Sehr schön. Na, was ist hier? Das finde ich auch echt schön, diese Pinaprea Prata. Ja, die ist auch cool. Für 13 Euro. Ich finde, das ist original eine Mischung aus der Peru und der Dragontail. 100%. 100%. Bist du was mit ihr? Ich bin ja gerade so ein bisschen am... Ein bisschen das am... Das hat mich lange nicht mehr angezeckt, dass ich so in einem Laden war. Zackies! Wie, dass ich im Laden war und ja, take it, ey. Aber nur eine von beiden, Ben. Die oder die Mamae? Ja. Papa? Papa, kaufst du mir was? Oh Mann, ich wollte das entscheiden. Papa! Papa, wir brauchen deine Hilfe. Ja. Franka möchte sich eine Pflanze aussuchen und sie kann sich nicht entscheiden. Du musst jetzt entscheiden, welche. Ja, zwischen welchen soll ich denn entscheiden? Ja? Ja. Oder so eine. Du musst mal einen Topf hochheben, damit ich weiß, ob da genügend Blätter dran sind. Nein, das ist jetzt erstmal... Danach geht das nicht. Geht jetzt erstmal nur um die Pflanze an sich.
Das ist eine Philodendron Mamey. Ja, das hilft mir jetzt total weit. Die mit dem längeren Namen natürlich, wenn du schon Namen hier nennst. Dann wäre es ja die hier. Pina Prapiata. Na bitte. Na bitte. Was denn das denn hier schon wieder? Siehst du, das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Dann soll man die andere nehmen. Nein, das ist, wenn man sich nicht entscheiden kann. Wie war das irgendwie? Da war irgendwie so ein Mädel verknallt. Und da sollte sie auslosen, mit welchen Jungen sie... Und dann hat sie gemerkt, sie hat den einen gezogen und war dann enttäuscht. Und dann muss man den anderen. Und dann, genau, siehst du. Und also du lernen wir daraus, pflanzen das, daraus die lernen wir. Sehr weise. Ach so. Papa! Dann hättet ihr mich mal in Ruhe lassen können. Hat Papas weise Methode dir jetzt geholfen? Soll mich mal in Ruhe lassen. Nimm mal beide. Warum ist die Steramini mal hier so teuer? Wie teuer? 12 Euro. Ich könnte gerade auch alles kaufen. Ich bin immer sehr angefixt heute. Ja. Warum ich auch, ey? Warum ich auch, ey? Fürs Badezimmer. Hier, ein Blue Star. Sehr schön. Und, ja. Oh cool, der ist ja sogar reduziert. 97. Cool. Das ist aber cool. Monkey? Das ist auch die, da ich weiß auch, hat man nicht von da. Hä, wie steht da dran? Das sind welche Rationen. Ich meine, das heißt ja nichts, aber das... Ja, ich weiß auch nicht. Weil das ist ja keine Adansoni, das ist irgendwie noch eine andere. Ja, ja. Aber ich weiß es auch immer nicht, was das jetzt wirklich, dieses Obliga bedeutet, ehrlich gesagt. Was oh, hast guck du? Mal hier. Das ist die richtige Maske für Querdenker. Ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Ach, krass. Crazy. Die haben einfach Anthurien hier zwischen. Hier sind ja auch Anthurien. Ja, ich weiß, aber... Sie haben hier nämlich richtig viele Clarinerviums für 29 Euro. Da muss ich sagen, die ist tatsächlich für mich so ein kleiner... Die sieht richtig, also aber die sehen alle richtig, die sehen richtig schön richtig aus, richtig perfekt, ne? Dunkelgrün. Ja. Neues Bettchen. Also da muss ich auch sagen, bin ich tatsächlich gerade am Überlegen. Weil die finde ich schon sehr schön. Die sind sehr voll, die sehen richtig gesund aus. Ja. Ich habe noch was gesehen. Habe ich eben aus dem Augenwinkel gesehen. Krass, ja, ne? Ja. Eine kleine Silver Dragon. Oh, a kleine. Der Kostüm. Nee. Melanokrützen. Ja, a Melanokrützen. Ein klein, ein Baby. Eine Baby Melanokrützen. Die nehme ich mit. Wir haben ja keine mehr, ne? Doch. Nee, ich meine Melanokrüssum. Achso, ja. Und Verrucosum? Sag ich ja, Verrucosum. Hä, die haben eine Baby Melanokrüssum? Ja, das habe ich noch nie gesehen. Hä, hey, was ist das bei denen? Die nehme ich mit. Hä, hey, normal. Jetzt habe ich schon mal kleine gefunden. Kleine Pink Princess. Ach, wie süß. Für 4,99. Ja, okay, aber das ist fast noch ein bisschen zu teuer gerade. Ja, das ist auch voll krass. Das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ich hatte nur halt die Pink Princess gesehen und hier die Silver Dragon. Aber hä, die habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, verrückt, oder? Cutus. Habe ich allgemein halt noch nie gesehen, dass irgendwo Baby, ne? Also ich muss auch sagen, ich bin überrascht. Also sie haben ja tatsächlich in der Raritäten-Ecke fast gar nichts mehr. Aber dass sie dafür jetzt so viel so verstreut haben an so kleinen Schätzchen, finde ich ziemlich cool. Ich mag das sogar lieber, als dass so alles auf einen Haufen geschmissen ist. So hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen auf Schatzjagd. Nee, aber super cute. Also ich bin echt überrascht. Sie haben ein bisschen umgebaut und so. Und echt andere Sachen. Also hätte ich nicht gedacht. Na, war echt süß. Papa, magst du die? Ja, wenn der Rücken schön mit Speck gespickt ist. Ich habe ja früher auch mal ein Kaninchen ohne Ziege bei mir im Schlafzimmer gehalten. Ja. Und meine Kumpels haben gesagt, Mensch, aber das stinkt doch. Ja, ich habe gesagt, da muss die Ziege sich dran gewöhnen. Okay.
Ja, das war so unser kleiner Familienausflug zu denen. Ich hoffe natürlich, ihr habt ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auf jeden Fall mein Instagram ab, da gibt es immer Sneak Peeks und Updates zu den neuesten Videos. Checkt auf jeden Fall Frankas YouTube-Channel ab, den findet ihr in der Infobox. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!